Always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. X-Wing Holonet. Ich grüße euch. Hier ist eine weitere Episode von Meister und Schüler. Hallo. Hallo, grüße euch. Ja, was hast du uns denn heute mitgebracht, Lukas? Ja, ich spiele heute Lazrazi mit einer wunderschönen Kombination aus Bosk und Gunner und dem Waffentechniker. Dazu spiele ich den Talonbank Cobra mit Crackshot und mit Glitterstim. Space Math. Und den Fünfer Kirax-Piloten ebenfalls mit Crackshot und mit Glitterstim. Mehr Drogen! Woohoo! Ihr seht also, Welle 7 ist vollends bei uns angekommen. Und während wir sitzen und unser Meth natürlich konsumieren, was ist denn so deine Taktik, die du bei dieser Liste, sag ich mal, verfolgst? Speziell jetzt auch bezogen auf das, was ich spiele, was ihr bereits in der Bildbeschreibung gesehen habt und natürlich auch nochmal nachlesen könnt mit dem Squad-Links, die ihr in der Videobeschreibung findet, muss man natürlich dazu sagen. Also bei der Liste, wir haben ja die Liste jetzt auch in einer ähnlichen Art und Weise schon 3-4 Mal gespielt, bevor wir das Video auch aufgenommen haben. Die Liste habe ich zum ersten Mal gesehen, zumindest eine Abart davon, auf dem ersten Evaders-Turnier. Battle of Bespin. Genau, so und bei den ersten Spielen ist mir halt aufgefallen, ja, wie stelle ich denn die Schiffe auf, beziehungsweise wie ist die Taktik, dass ich mit den 3 Schiffen angreife. So, und hierbei ist meine Taktik, dass ich halt die Schiffe zumindest bei dem Alpha Strike eng beieinander halten möchte. So, und deine Taktik hierbei ist ja... Meine? Also erstmal, ich muss kurz so sagen, ich spiele die IDEA, die Imperial Drug Enforcement Administration. Ich habe da ein großes Wohnmobil gesehen, begleitet von 2 eindeutig geisteskranken Konsumenten von illegalen Space-Drogen. Und das mag der Imperator natürlich gar nicht. Ich mache hier so eine klassische Alt-trifft-Neu-Kombination. Ich habe hier den Vergelter, den TIE Punisher, den guten Häuptling Rote Linie, Redline, wie es so schön heißt, den ich hier gerne mit einem alten Element kombiniere, einem klassischen Holrunner Mini-Swarm. Und nun ja, meine Taktik wird es hier sein, ich möchte eigentlich möglichst Redlines Anflug, sage ich mal, decken. Er selber kann relativ gut flanken, er hat immerhin auch einen Boost. Und mein Primärziel ist es natürlich erstmal Lazrazi auszuschalten, weil ihre Fähigkeit eben durchaus bedrohlich ist für meine TIEs, weil eben der Evade-Würfel geklaut wird und da unter Umständen Schaden durchkommt. Das nächste Primärziel ist dann, beziehungsweise das Sekundärziel soll ich eher sagen, ist natürlich Talon Bane. Und deinen komischen Fünfer-Ass, den interessiere ich mich gerade erstmal nicht. Wir sehen jetzt auch gerade, wir schließen jetzt soeben den Aufbau ab. Dein Lazrazi ist dort oben. Er ist versteckt unter dem Scum-Logo. Ja, eine weitere perfide Taktik. Ja, das Asteroidenfeld, ich habe vor allem Trümmer genommen. Ich finde Trümmer mit TIEs sehr gut, weil ich immer noch schießen kann. Kann auch mal mit dem Schwarm da durchbrettern. Klar, Stress ist nervig, aber ich sag's mal so, nur eine 1/8 Chance, überhaupt einen Schaden davon zu tragen, ist in Ordnung. Wir spielen übrigens noch mit alten Schadensticks. Sollte man vielleicht noch erwähnen, nicht wahr? Genau. So, bei dem Asteroidenfeld, klar, so dass da ein paar Trümmerfelder bzw. dann auch die Asteroiden mehr in der Mitte liegen. Damit du halt von der Aktion bzw. von der Bewegung her, von dem Schwarm her eingeschränkt bist. Ich möchte mich natürlich erstmal mit Lazrazi relativ am Rand bewegen. So, hierbei ist ja jetzt für mich die Auswahl, was ist denn eigentlich jetzt mein Primärziel? Die Frage ist, gehe ich jetzt in den Schwarm oder schnappe ich mir an der Stelle Redline? Ja, in den Vorspielen, die wir auch hatten, war es halt immer so, dass ich mich auf den Schwarm konzentriert habe und Redline sozusagen außen vor lassen musste, weil halt mit 3 Schiffen gegen die 4 bzw. ja, gegen die 5 Schiffe fehlte dann halt ein bisschen der Punch. So, und die Frage ist jetzt halt, okay, du fliegst jetzt mit dem Schwarm nach vorne. Meine Taktik hierbei war erstmal, dass ich erstmal mich langsam vorpische, gucke, wohin fliegst du. Und dann langsam mich ins Spielfeld an der Stelle,
Also Rheinschwenker, Land vom Rheinschwenker. Und ich habe natürlich gesehen, dass du da hinten aufgebaut hast und möchte jetzt möglichst schnell in Reichweite des JV666, der Houndstooth, auch wenn es hier technisch gesehen nicht der Houndstooth ist. Wisst ihr, der Vergleich ist ja da mit dem Shuttle. Es hat halt ein ähnliches Manöverrad, hat natürlich einen wesentlich besseren Feuerarc wegen der 180-Grad-Kapazität. Ja, dieses riesige Wohnmobil, ich habe immer den Kopf. Also, ich weiß nicht, wer von euch Breaking Bad gesehen habt. Falls es nicht getan hat, ich empfehle es euch, zumindest die ersten 5 Staffeln, nicht die zweite Hälfte der 5. Staffel, zu schauen. Es ist einfach, diese Assoziation ist nun mal da, gerade mit den ganzen Drogen. Und Glittersim ist eine ziemlich coole Karte, ne? Ja, das werden wir halt eventuell noch später sehen. Ja, Spoiler! hier ist es jetzt halt genau der Punkt, zu sagen, okay, was ist jetzt mein Ziel? Und ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht ganz erwartet, dass du mit dem Schwarm so weit nach außen fliegst. Und hatte dann halt gehofft, dass es halt ein bisschen, ja, dass du halt schon eher mit ins Feld reingehst, dass ich halt zumindest, sag ich jetzt mal, auch mit den 3 Schiffen ein bisschen schießen kann. So, an der Stelle war es dann halt für mich klar, okay, den Schwarm, gerade halt, weil auch Talobane Cobra jetzt relativ weit außen ist, den ignoriere ich erstmal und gehe auf Redline. Der Punkt ist, warum ich jetzt auch Redline mir ausgesucht habe, ist halt einfach der, durch deine Cluster-Missiles, die du hast, ist es halt so, das sind halt wie zwei fiese Schiffe, die angreifen. So, und die dann halt auch richtig Schaden drücken können. Besonders gegen Ziele mit nur einem oder zwei Verteidigungswürfeln. Richtig, genau. Und die Kirakse, muss man auch sagen, so schön die Schiffe dann auch zu fliegen sind, so zerbrechlich sind die, weil, ich sag jetzt mal, zwei Verteidigungswürfel. Ach, für dich ist doch alles zerbrechlich, was kein B-Wing ist. Und die 5 Hitpoints, da leben die halt nicht lange. Und gerade halt so ein Schiff wie Talonbane Cobra, den man ja ein bisschen länger im Spiel halten möchte. Ja, hier trickse ich dich ein bisschen und ich habe gesehen, okay, er will vielleicht Ja. auf Redline. Ich komme mit dem Schwarm nicht so schnell rum. Also bringe ich erstmal ein bisschen Distanz zwischen mich und dich. Und es gibt ja den Boost und es gibt dicke Asteroiden. Und ja. So, also meine Hoffnung war jetzt auch natürlich, dass du durch die Mitte kommst, beziehungsweise zwischen den beiden Asteroiden, dass du halt da durchfliegst. Also die scharfe 2 plus den Boost, das Manöver habe ich einfach nicht kommen sehen, so Scharfe an der 3. Scharfe Stelle. 2 ist bei dem auch rot. Genau, scharfe 3. Und da beginnt auch schon die erste Beschussphase. So. Ja. Und ja, da darf man auch nicht unterschätzen, wie schnell dann auch die Details in Schussreichweite sind. Ja, und dann halt auch die fiesen. Also So. ich kann, genau, ich kann zuerst schießen. Ja, du fängst erstmal jetzt an zu überlegen, weil du diese tolle Boss-Kombo hast. Boss ist für 2 Punkte eine sehr interessante Karte. Du nimmst dir jetzt Stress, bekommst einen zweiten Fokus-Token und eine Zielerfassung. Erfassung, genau. Und da ist die Kombo mit Lazzarazzi natürlich interessant, weil du. Ich kann jetzt die Zielerfassung ausgeben und nehme Claudia einen Verteidigungswürfel oder beziehungsweise ein Genau. Ergebnis dann oder einen Würfel, wenn du Ein Würfel, gewürfelt. richtig, ein Würfel Genau, eben ja. auch. Das ist das Besondere. Jetzt habe ich nur 3, ist ja Reichweite 3. Und du kannst natürlich, weil du noch einen Fokus-Token hast, ordentlich Punch machen, aber ich habe ja auch Fokus-Tokens und da geht kein Beschuss durch. Wir schießen dann da vorbei. Wir sind wie blinde Boxer. Der Stelle Wie taube Schützen. passiert im Wie Moment gar nichts. Eichhörnchen, die sich mit Eicheln bewerfen, ohne sich zu treffen. Ich könnte auch noch weitere Assoziationen aufwerfen, aber. Ja, mit Wattebäuschen und so, okay, aber Ja. das lassen wir jetzt mal an der Stelle. So, und jetzt bin ich natürlich in einer guten Angriffsposition. Du bist gestresst, das heißt, der Manöverrad ist relativ überschaubar. Und der Schwarm geht jetzt rein. Wie ein aggressives Raubtier, was sich auf einen. Genau, wie Säbelzahntiger, die sich auf einen Mammut stürzen, um mal hier Farben zu assoziieren. Ja, wobei ich aber sagen muss, das Manöverrad von der YV666 ist gar nicht so schlecht. Es ist trotzdem Mammut, es ist Es groß. ist. Es hat 6 Schilde, kein Schiff hat bisher 6 Schilde gehabt, das ist Das ist okay. richtig. Aber trotzdem, also Es ist es ein geht. Also Mammut. Stress tut dem Schiff jetzt nicht ganz so weh. Es ist ein Mammut. Ein Mammut, Ja. es ist ein Mammut. Bleiben wir Wobei ich dabei. eigentlich sehr enttäuscht bin, dass das Schiff nicht in der richtigen Skalierung von FFG Ach. gebaut wurde. Ja, da bin ich sehr traurig, da war ich auch sehr böse drum, als ich es auspacken durfte, beziehungsweise als ich Du es gesehen habe. alter Flaffenazi. So, ich fliege Ja. jetzt mit Latz. Okay. So, genau, und das ist jetzt halt das Manöver All in. Ich will unbedingt jetzt Redline kriegen. Ja, und ignorierst komplett den Schwarm, der hinter dir ist. Genau Da hat wohl richtig. jemand zu oft in die Crackpfeife geguckt.
obligatorisch gesehen, versteht sich. Natürlich. So, hier mache ich eine Zielerfassung. Und lege natürlich hier zwei Marker hin. Das ist ja die Spezialfähigkeit von Red Lion. Ich kann es jedem nur mal empfehlen. Er macht eine Menge Spaß. So, also jetzt halt mit der Positionierung, so wie ich die drei Schiffe auch aufgestellt habe, ist einfach der Plan, Redline in zwei Runden kaputt zu schießen. Und mich dann sozusagen dem Schwarm zu widmen. Hört, hört. Da überlegst du, ob du Fokus oder Zielerfassung machst. Ja. Scheiße, ich will den Fokusmarker. Okay. Genau. Ja, PS9. Shoots first. Reichweite 3. 3 gegen 2. Ja, ich glaube, du überlegst, ob du deinen Fokusmarker ausgibst. Gibst du nicht aus, dadurch kommt kein Schaden durch. Holner kann nicht schießen, oder? Na, wobei, doch, ja. Ja, wir einigen uns darauf, dass sie schießen kann. Durch den Asti. Ja. Und da würfel ich wieder großartig. Ja, der erste Schild ist Drei weg. Nix. Der erste Schild ist weg. Und da kommen die Plasma-Torpedos. Zur Erinnerung, vier Würfel, Reichweite 3. Jetzt kommt 4 gegen 2. Ist auch ein toller Konter gegen die Pilotenfähigkeit von Talon Bane. Mache drei Treffer. Du gibst deinen Fokus aus und verlierst quasi ein Schild. Ja, Ein Schild, genau. genau. Gut, also wie gesagt, gegen ein Schiff, was eh nur ein Schild hat, ist die Plasma, ist der Plasma-Torpedo natürlich nicht so gut. Auf der anderen Seite vier Würfel auf die Reichweite ist okay. Und ich muss ja meine Ladung eben loswerden. Ach, da würfelt er immer so schön seine Würfelchen. Und da blitzt der erste Schild auf der imperialen Seite auf. Achtung, Drogenfahndung, Drogenfahndung! Legen Sie die Waffen weg! Nein, nein, ich schieß, ich schieß. Nicht Sie, nicht Sie, der Türke, der Türke! Um mal einen berühmten Film zu zitieren. Ach, Lord of the So, Rings. dann, ja. Ja, die Würfel macht das nicht mit Genau. hier. Zielerfassung. Aber auch da. Ja, jetzt schießt mein Schwarm alle in Reichweite 1 zu Holona. Habe ich wieder gut positioniert an der Stelle. Holona ist übrigens in dem roten Teil, wie man unschwer erkennen kann. Eine Welt, aber. Jetzt nochmal zwei Reichweite 3 Schüsse. Genau. Zack. Zwei Schilder. Ja. Nochmal. Da waren es ja noch drei Schilder. Ja, safe. Genau. Safe. Okay. Jetzt kommt die nächste spannende Runde. Der Schwarm, um mal der Metapher des Rudels zu bleiben, hat Blut geleckt, stürzt sich jetzt heran, um dem Mammut an die Kehle zu springen, seine Eingeweide herauszureißen und sich an seinem Blut zu ergötzen. Sehr schön bildlich gesprochen. Ja, das ist nicht mehr Ja, jugendfrei, ja. also was bei mir jetzt in der Runde nicht aufgegangen ist, dass ich halt auf Redline viel zu wenig Schaden gepresst habe. Also A waren die Würfel nicht mit mir und zum anderen, Das Ding ja, hat eben auch 0 Hitpoints. Das hält schon eine Menge aus, ne? richtig, genau. Aber ja, von den 9 Hitpoints sind leider nur 2 runtergegangen, also von daher. Hier machst du einen sehr, 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 sehr schön getimten Keter. Ich immer Genau. noch frage, ob das so antizipiert war oder ob da mal wieder eine gute Fortuna. Naja, das war schon, Das war also schon alles gefahren. Das es war gibt schon, geplant. ich habe schon auch so meine Ja. Momente. Also, ja, deine Momente. Und, Zum Beispiel den da. ja. Da bleibst du leider hängen, natürlich, ne? Muss eben auch, pardon. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das, also ich bezweifle, dass das jetzt von mir an der Stelle absichtlich so war. Ich wollte. Also an der Stelle natürlich auch reinbomben, weil ich ja zu weit sonst reingeflogen wäre und ich wusste, da könntest du eventuell halt aus dem mir noch aus dem Arc oder beziehungsweise an der Seite entweder rausboosten oder rausrollen. Und dadurch habe ich ja das Manöver an der Stelle so getan, dass ich gesagt habe, okay, eher bumpe ich, kann aber dann halt nochmal schießen in einer guten Reichweite. Hier habe ich übrigens die Zielerfassung umgelegt, weil natürlich jetzt ist ein großes Ziel da und ich habe noch Cluster-Raketen und die warten eigentlich nur auf Genau. Latz. Und das wollte ich eigentlich verhindern, Ja. dass die
losgefeuert Hast du werden. eigentlich für Clone Wars gesehen? Wusstest du, dass Lazraci da vorkommt? Das ist eine purpurne Alienfrau mit einer Klingenpeitsche. Ja, ich habe es nur in dem Blog von Bernd. dem Bernd nachgelesen. Liebe Unserem. Grüße an Blendwerk an dieser Stelle. So, ich stelle mir schon meine Würfel high. Um bei der Drogenmetapher zu bleiben. Hohohoho. Ah, ich bin so heiß und fünf Würfel. Genau, fangen wir an zu ordnen. Ja, da kommt Schaden rein. Genau, du überlegst, ob du Crackshot einsetzt. Könntest du natürlich jetzt machen, aber Lohnt sich jetzt noch lohnt sich nicht. noch nicht. Nein. Zwei Schaden hast du gemacht, die erste Schadenskarte wird gezogen, ja. Gut, dann Holy. Holy moly, ein Treffer, wieder großartig nichts gewürfelt. Und jetzt kommen die Cluster-Raketen. Also Ja. 2x3 Würfel, alle können mit Würfeln modifiziert werden. Kommt der erste Wurf. Ganz fies. Wieder großartig gewürfelt. Zweite Wurf. So, und dann. Natürlich noch ein Volltreffer. Genau. Ja, das sind Cluster-Raketen, Freunde. Setz sie ein, der Falke mag sie noch weniger. Ja, das große Schiff runter auf 1. Das sieht nicht gut aus. Ja, dafür kassiert Redline jetzt natürlich auch. Er hat zwei seiner Fracht losgeworden. Also hier auch die große Kunst, mal taktischer Tipp, macht diese Sachen nie zu voll. Ihr seht ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Glück, sonst wäre er vielleicht schon jetzt auch Geschichte. Ich würde fast behaupten, dass nur die Cluster-Raketen reichen, nur für 35 Punkte, aber auf der anderen Seite ist es nicht verkehrt, einen guten Reichweite 3 Punch zu haben. Also ja, deine berühmten Ja, Blanks. großartig. Da geht auch das erste Schiff eben runter. Wichtig übrigens bei solchen Geschichten auch Feuerpriorität. Schießt immer mit den Schiffen dann auch ein bewundertes Schiff, die sowieso nicht auf was anderes schießen könnten. Dadurch können die anderen eben noch schießen. Mal so ein paar taktische Tipps hier zu sagen, nicht wahr? Also Durchaus, durchaus. hier hätte ich mich ja auch gefreut, wenn ich jetzt zumindest Latz gegen Redline eintauschen konnte. Also wenn halt beide jetzt vom Tisch geflogen wären. Ja, durchaus, durchaus. Jetzt ist 43-0 sieht halt eben noch anders aus als 43-38, ne? So. Und jetzt ist es natürlich. Ja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen eingeengt, weil ja jetzt stehen da fünf Schiffe vor mir. Und auch wenn die Thais jetzt nur in Anführungsstrichen zwei Angriffswürfel haben, habe ich aber auch leider nur zwei Verteidigungswürfel da an der Stelle. Wobei Glitterstim, die Karte ist auf beiden Schiffen noch aktiv, also beziehungsweise kann noch aktiviert Ich werden. bewundere übrigens deine mathematischen Künste. Warum? Das war ein Scherz. Achso. Das ist übrigens auch psychologische Kriegsführung. Nie verkehrt, nie verkehrt. Ja, die Tastim. Da wird jetzt überlegt, welche Aktion gemacht wird. Du entscheidest dich für. Na? Ja, das ist halt jetzt genau die Frage, weil ich ja auch weiß, was passiert mit Helmbane da an der Stelle. Nämlich Glitterstim. Wobei, genau, das ist jetzt halt genau der Punkt. Nehme ich einen Fokus oder nehme ich die Zielerfassung? Also, ich würde ja den Fokus dann eigentlich mehr dann an der Stelle jetzt hier zur Verteidigung nehmen. Und muss ja hier schon überlegen, würde ich dann Glitterstim einsetzen? So, und da ich mich jetzt halt in der Position befinde, dass vier Thais auf mich zufliegen, Es nicht verkehrt. ist es nicht Ja, verkehrt, hier genau. ist Redline will sich erstmal zurückziehen, bammt aber leider Gottes in die eigene Teilformation. Genau. Jetzt haben wir ein klassisches Shootout vor uns. Straight ahead. 4 gegen 2. Richtig. So, und Ziel. ja, Fassung, genau, weil ich Mhm. jetzt halt einfach gesagt habe, okay, beide Schiffe kriegen, zünden jetzt Glitterstim, also nehmen die Drogen.
Die Polizei ist hier. Was machen wir mit den Drogen? Konsumiert sie, konsumiert sie. Jetzt kann man Das sich darüber, Imperium macht keine Drogentests. jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das jetzt an der Stelle Sinn gemacht hat, beiden Glitters Team zu Ich geben. glaube, wir können uns wenig darüber streiten eigentlich. Das ist schon okay. Vielleicht mit dem, ja. Nur das Problem ist, ich wusste halt ganz genau, wenn ich halt einen ohne Glitterstim lasse, wird das mehr das Ziel sein. Freilich. Das ist der Vorteil bei Glitterstim ist natürlich eben auch, dass es auch in der Verteidigung genutzt werden kann. Ne? Richtig. So, und an der Stelle war es mir halt wichtig, ich darf, also wenn ich das Spiel in irgendeiner Art und Weise noch drehen möchte, dann müssen beide Schiffe auf jeden Fall auf dem Spielfeld bleiben. Alternativ kannst du auch einfach den Tisch umwerfen und wild schreien. Das sollte auch immer eine sehr interessante Taktik sein. Ja, dafür fehlen mir aber die genug Haare auf dem Ja, Körper. durchaus, durchaus. Ja, fünf Würfel in Reichweite 1 mit Zielerfassung Glitterstim. Da steht ein arm, einsamer Obsidianer eben nicht lange. Ja, das war schon ein bisschen besser, aber da würfel ich wieder großartig nichts. Ja, ist ja noch ein Schaden, der reinkommt. Also ein paar Ja, Hüllchen hast du ja ein noch, paar ne? Hühnchen, Hüllchen, ja. Oh, genau. süß. Ja. Und der nächste. Gut, aber das war an der Stelle wichtig, dass halt nicht das ein Teil gegangen ist, weil er dann auch nicht schießen kann. Durchaus, durchaus, klar. Die Wichtigkeit, gerade im direkten Angriff ist Pilotenwert eben extrem wichtig. Ne? Jetzt überlegst du, ob du Crackshot einsetzt, ne? Aber du machst es Nee. nicht, weil es an dieser Stelle eigentlich keinen Sinn ergeben hätte, weil du nur Genau. Also einen Schaden machst. Crackshot würde ich eigentlich nur einsetzen, wenn ich halt auch weiß, dass ich mit der Karte das Schiff Sicheren Kill machst. Ne? genau. Gut. Oder vielleicht Crits Redux oder so, ne? Richtig. Da sieht man die defensive Wirkung von Glitterstim, also hast du insgesamt 2 Hitpoints nur verloren gegen 4 auf der anderen Seite. Ja, also das war eigentlich eine, also Guter Austausch eigentlich, ne? richtig, genau, eine ganz gute Runde an der Stelle. Gut. Ja, in der nächsten Runde ist jetzt halt die Frage für mich, was ist denn meine Zielpriorität? Und also es gibt jetzt im Moment eigentlich zwei gefährliche Schiffe noch für mich. Einmal noch immerhin, also immer noch Redline und Hullrunner. Und ja, ist halt die Frage, auf wen konzentriere ich mich jetzt? Dadurch halt, dass Redline nur noch zwei Höhenpunkte hat, ist es für mich erstmal klar, okay, ich will die Punkte von Redline runterschießen. Und bin eigentlich auch jetzt so ein bisschen hier an der Stelle in der Situation, dass ich halt weiß, okay, Hullrunner, weiß ich nicht unbedingt, ob ich auf den schießen kann, Sie ist eine Frau. auf sie schießen kann, auf das Schiff. Und ja, möchte mich dann halt hinter Redline an der Stelle hängen. Ja, für mich natürlich obligatorisch der gute Katern. Der Kirax, ja, also der Vergleich mit dem X-Wing wird ja immer gerne gemacht. Der Kirax hat aber ein paar große Vorteile eben im Dogfight. Dazu gehört die scharfe 1 und der 5er Turn. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du unter Umständen bald dann eben, also jetzt natürlich noch nicht, aber ich wollte schon mal eine Position machen, sodass mein Turn vor deinem kommt, sodass ich in meiner Runde eben halt eine Aktion habe und du nicht. Hier tanzt Hullrunner natürlich aus dem Arc. Genau. Das war halt jetzt genau der Punkt, wo ich halt eigentlich wusste, okay, Hullrunner kriege ich nicht, also fliege ich dann mal dem guten Redline hinterher. Ja, durch deinen Boost bist du natürlich aber auch wieder so weit weg, dass ich ja keine gute Angriffsposition an der Stelle habe, immer noch ziemlich exponiert dastehe für die beiden Teils. Ja, dieser Bomber auf Steroiden wird gerade von dem schönen Scan-Zeichen So, ich verdeckt. schieße jetzt aber trotzdem. Ah, und machst einen Schaden. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt Ja, er noch. lebt noch. Ja, die rote Linie, ich versuche sie stark wegzuradieren, aber es funktioniert nicht. Ja, das Jetzt Schiff. kommen die bescheuerten Metaphern. Ja. Du wandelst auf der roten Linie. Ja. Schlechte Witze kann jeder. Ja, auf jeden Fall. Besonders der gute So. Darth Bane. Schießen, schießen, schießen. Nix treffen. Nichts treffen. Genau. Ja, das Problem ist, so ein TIE hat natürlich auch noch 2 Angriffswürfel. Ohne Aktion ist das schon mal relativ sinnfrei, da vernünftig Schaden zu machen, je nachdem. So. Erstmal Stress klären, Fokus. So, hier versuche ich jetzt dich zu blocken. Weil ich die Vermutung habe, dass du scharf einschwenkst. Damit ich Hullrunner fange, oder? Ja. Okay. Ich hätte gedacht, du wechselst jetzt das Ziel und. Aha.
Rudin. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Natürlich eine Kollision erzeugen. Ein sehr beliebter Trick. Ja, genau. Also wenn es schon halt nicht spielerisch klappt, dann halt mit roher Gewalt. Ja, Ich schmeiß das nächste Mal einfach auch mit den Schiffen einfach aufs Spielfeld und dann. fürs Protokoll, beide haben noch Crackshot. Das könnte für beide durchaus nützlich sein. Zumindest für einen Punkt eine sehr, sehr nützliche Karte, muss ich sagen. Also weiß sehr zu gefallen. Und der Bomber hat jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch einmal Cluster-Missiles, also Raketen. Und Plasma-Torpedos, genau. Ich werde wahrscheinlich keinen davon mehr los, also das ist mir schon klar. Aber ein paar Zielübungen darf man ja gerne machen. Genau, also wenn wir Da jetzt. wechselst du ja offenkundig die Priorität mit dem Fünfer-Karte an, ne? Also. Oder war es ein Richtig. Vierer? Ist ja auch egal. Ich glaube, es waren 5er. Damit ich halt in der nächsten Runde immer noch dann nochmal reinfliegen kann. Ja, also für mich war es jetzt an der Stelle ja schwierig, ob ich jetzt hinter Redline herbleibe, aber wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt immer noch 2 Schiffe. Also, Redline kann ich immer noch mit einem Schiff noch abschießen. Du warst jetzt so weit raus, dass ich dich erstmal nicht als eine Gefahr gesehen habe. Also habe ich mir Durchaus, gedacht, durchaus. okay, schieße ich, also hole ich mir Ja, Roadrunner. habe ich übrigens mit Holon einen gewissen Fehler gemacht. Da versuchen, der zu kommen. Und hier schaffe ich es natürlich leider keinen Schaden reinzudrücken, obwohl ich einen schönen Block gemacht habe. Und manchmal ist die Geschwindigkeit der Thais eben auch ein Problem. Also der Kirax hat Genau. ja zum Beispiel, gut, eine 1 geradeaus hat er nicht. Aber die sanfte 1 ist schon mal manchmal, gerade in so einer Situation, eigentlich ein schönes Manöver. Weil, also, man will ja eben nicht immer am Ziel vorbeischießen, über das Ziel Richtig, genau. hinausschießen. Nein, nein, das ist halt auch immer schwierig, dass du ja eigentlich nah ranfliegen möchtest. Aber trotzdem musst du ja die Runden vorausdenken, was passiert denn danach? Und dann bist du eigentlich immer in einer ein bisschen bescheideneren Position. Ja, wir müssen also alle unsere Jedi-Tricks skillen, um richtig zu antizipieren und das korrekte Manöver einzustellen. Ja, vom Gegner die Schädeldecke aufmachen und einfach mal reingucken, ne, was da los Ja, ist. das können wir nächstes Mal im Video zeigen, aber wahrscheinlich fliegen wir dann von YouTube. Sollten wir So. uns vielleicht bei Gelegenheit jemanden vom Stammtisch suchen, der da als Testobjekt Das ist richtig. herhält. So, hier Redline versucht nochmal rauszukommen. Da, und das meine ich damit. Hier fliege ich leider aufs Ziel hinaus. Evade natürlich. So, und hier bin ich ja ganz froh, dass Redline jetzt nicht so weit eingeschränkt ist, dass er jetzt irgendwie noch schießen Da konnte. wechselst du wieder das Ziel. Erst Holon, jetzt wieder Redline. Wählt zwar deinen Genau. Stress, aber ist natürlich unvorhergesehen. Man mit dem Rot, mit Stress mal ein weißes Manöver fliegen, ist halt echt super. Ja, und da verabschiedet sich dieser Held der EDAA. Im Kampf gegen Richtig. illegale Drogenkartelle gefallen. Ja, da muss er dann auch gehen. Ja. So. Auch, also wie gesagt, am Anfang Latz relativ schnell verloren. Aber die Kiraxe, die haben sich halt relativ beständig erwiesen, beziehungsweise dann halt auch in Reichweite 1 konnten sie genug Schaden machen. Ja, das ist jetzt übrigens so ein klassischer Moment, wo man sich denkt, okay, Turning Point, jetzt ist auch noch Holo reingegangen. Und jetzt führst du um satte 30 Punkte, ne? Genau. Ja, aber der Talon hat nur noch zwei Hülle. Ich denke mal, Ziel jetzt an diesem Zeitpunkt, alles auf Talon zu konzentrieren. Es ist nicht mehr viel Zeit zu spielen an der Stelle, muss man dazu sagen. Spiel ging relativ lange. Wir spielen übrigens immer 75 Minuten. Wir spielen nie ohne Zeitlimit. Genau. Weil wir denken, dass das Spiel nicht wirklich auf Spiele ohne Zeit eigentlich ausgelegt ist. Also. So, ja, und das Oh! ist ein richtig schönes Manöver gewesen. Ich dachte Das mit der könnte jetzt. 1, ja, Ja, das ist natürlich. Das ist. dass ich Ja. noch vor dem Asti lande. Aber, tja, Hier übrigens auch wieder, grandios verschätzt. was Thais am besten können, meine Herren und Damen, blocken. So, und wie man sieht, ich kann weder mit dem einen noch mit dem anderen schießen. Da ist es! Da ziehe ich dann auch hoch und erziele jetzt 31 Punkte dazu, habe jetzt 74 Punkte abgeschossen. Das ist doch was Genau. Tolles.
Ja, zu dem Zeitpunkt, als wir noch gespielt haben, war mir das mit dem einen Punkt mehr so gar nicht bewusst. Lag aber daran, dass deine Liste 99 Punkte sind und meine Liste 100 Punkte hat. Ja, ist korrekt. Ja, habe erstmal gedacht, okay, Gleichstand. Ja, unentschieden wäre mal was, ne? Also unentschieden sind in X-Wing, muss man kurz dazu sagen, übrigens sehr, sehr selten. Richtig. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, okay, ein Teil, das schaffe ich auf jeden Fall. Ja, du hast immer noch Crackshot, also das ist durchaus Richtig, ich habe machbar. Quickshot und der Fliegerass der schwarzen Sonne. Der in Reichweite 1 ist übrigens noch voll und der andere hat nur noch zwei Hülle. Auf den Genau, schießt du dazu. und der hat ja nur ein Schild verloren. Also beziehungsweise ist er eigentlich auch noch relativ gut aufgestellt da an der Stelle. So, da überlege ich auch noch wieder Quickshot einzusetzen, aber. Bringt eigentlich nichts, weil ich Nee, komplett hast du genau. wenig Schaden gemacht. Ja, ist die letzte Runde des Spiels. So, hier ist klar. Ja, ich hatte halt gehofft, dass du jetzt mit dem Teil versuchst, irgendwie doch noch anzugreifen. Aber beide verschwinden. Ja. Und ja, jeder hat den Gegner im Rücken. Ist immer eine Frage des Risikos. Möchte ich jetzt so ein volles Spiel machen, aber unter Umständen halt noch einen Teil verlieren, damit das Spiel abzugeben? Da bin ich doch eher ein Freund der sicheren Seite und gewinne hier um einen Punkt Unterschied. Ja, das ist also ein modifizierter Sieg. Ja, das war's. So. Zu Dö-dö-dö. dem Zeitpunkt, ja, habe ich gerade gemerkt, oh mein Gott, ein Punkt, Ein ein Punkt, Punkt. ein Punkt. Aber super tolles Spiel, hat mir da sehr viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Welle 7 spielt Redline, rote Linie. Ich kann es sehr empfehlen, macht viel Spaß. Beschützt ihn nur ein bisschen besser. Vielleicht wird er auch mal ein drittes Paket los. Der Minischwarm, immer gut ausgezahlt. Und vor Talon Bane Cobra und den ganzen Knilchen habe ich auf jeden Fall mittlerweile Respekt. Ja, also der Kirax Chapeau. hat keine besonders tolle Reputation, ist aber eigentlich ein sehr tolles Schiff, macht auch sehr viel Spaß zu fliegen. Und gerade in der Kombination mit Glitterstim, ob man jetzt unbedingt Crackshot benutzen oder drauflegen müsste, kann man sich noch überlegen. Aber eigentlich macht das Schiff sehr viel Spaß. Ob die Liste, sage ich jetzt mal, mit Lazrazi so gut ist oder ob man halt ein bisschen mehr Masse noch mit reinbringen sollte, Ist jedem selbst überlassen. ist jedem selbst überlassen. Ich fand die Kombi gut. Wenn du Ich so fand es aber auch konsequenter gut. ausgespielt hättest. Richtig, die Kombi ist auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß. Das Schiff macht auch sehr viel Spaß. Das ist ja, darum geht es eigentlich. Um Spaß. Um Spaß. Spaß, Ruhm und Sieg. In dem So. Sinne, bis zur nächsten Episode. Ja, bis Episode 4. 3. 3? 3, das Ah, ist meine 2. mathematische Kenntnisse. Ja, richtig. Ja, okay. Macht's gut.